Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video von mir. Ihr seht es, heute das Ganze etwas legerer. Ich komme gerade vom Joggen mit meinem Hund um den See und unsere Weisheit des Tages lautet, bei Temperaturen über 30 Grad im Schatten kommt einem eine Stunde Joggen tatsächlich sehr, sehr lange vor. Und auch wenn mein Hund Earl das ganz super gemacht hat, der ist immer vorher zwischendrin mal in den Fluss gesprungen, ich erst hinterher jetzt gerade in den See. Und ja, so richtig Abkühlung hat das aber nicht geschafft. Der See ebenfalls bei 29, knapp 30 Grad jetzt. Das ist ja ein warmes, eine laue Brise sozusagen dann. Aber so ein bisschen tut das natürlich trotzdem gut. Und bei meinem Hund staune ich immer, wo dieser Kerl die Energie hernimmt. Der rennt tatsächlich bei diesen Temperaturen, lässt er sich zurückfallen, sprintet an mir vorbei. Wahnsinn, mit seinen inzwischen 8 Jahren, er hat vor einigen Tagen jetzt Geburtstag gehabt, macht große Fahrradtouren mit 40 Kilometer, ist topfit, muss aber auch regelmäßig mit mir fasten, bekommt nur das beste Futter. Ich versuche das Ganze bei ihm umzusetzen, ganz ähnlich wie ich es auch bei mir mache oder eben auch bei meiner Familie. Heute möchte ich mit euch in ein Thema einsteigen, das ist ganz ähnlich oder hat Parallelen zu dem von gestern, zu dem Probiotika. Es geht um die Glutensensitivität, um die Glutenintoleranz. Das ist immer so ein heikles Thema, weil Gluten einfach so ein riesiges Reizthema in den letzten Jahren geworden ist. Das hat unterschiedliche Gründe, aber ich bekomme halt immer regelmäßig Mailanfragen, werde angesprochen, weil ich dort vermitteln soll. Denn es gibt tatsächlich aufgrund der Berichterstattung und so weiter, hat sich jeder seine eigene Meinung gebildet. Und es haben sich eigentlich so zwei Lager herausgeschält. Auf der einen Seite die, die sagen, Gluten, das ist absolutes Teufelszeug. Niemand darf das essen, sonst bekommt man Autoimmunerkrankungen, Krebs und sonst was. Also die jede mögliche Erkrankung eigentlich auf Glutenverzehr zurückführen. Auf der anderen Seite haben wir die, leider kennen die viele von euch im persönlichen Umfeld, die sagen, ja, ich habe das im Fernsehen gesehen, das ist alles nur Einbildung. Die Oma hat ja früher nur Weizen gegessen, dazu noch geraucht und Alkohol getrunken und ist 100 Jahre alt geworden. Früher gab es das alles nicht, das ist doch eine Massenneurose und so weiter und so fort. Und es gibt auch viele Ärzte und Diätologen, die das tatsächlich anzweifeln. Gibt es tatsächlich so etwas wie eine Glutenintoleranz, die nicht mit einer Zöliakie zu erklären ist oder mit einer Weizenallergie? Und viele haben natürlich meine Blogartikel gelesen oder meine Videos hier geschaut und versucht, das Ganze umzusetzen und stoßen aber immer wieder auf diese massive Kritik. Besonders häufig erlebe ich das von jungen Leuten, von Studenten, von Schülern, die noch zu Hause wohnen, das umsetzen wollen, aber wo tatsächlich immer dieser Widerstand kommt und die Eltern sagen, nein, wir sehen das nicht ein. Das kostet einen Haufen Geld, warum sollen wir den Aufwand betreiben, warum sollen wir extra kochen? Und so weiter und so fort. Und deshalb möchte ich gern, oder beziehungsweise habe ich schon den Blogartikel dazu geschrieben, was sagt die Forschung im Jahr 2018, wo man gezielt eigentlich darauf verweisen kann. Und es kommen auch immer wieder Mailanfragen von euch, die jetzt hier zuschauen oder lesen, die sagen, wir kennen deine Artikel, die sind ja aber teilweise aus dem Jahr 2013, 2014. Wie ist denn das Ganze? Es hat sich ja inzwischen so viel bewegt. Man hat die Statements vieler Ärzte im Fernsehen gehabt, in verschiedenen großen Zeitungen von Zeit bis Welt, im Spiegel. Wie sieht das aus? Ist das Ganze noch aktuell? Würdest du deine Meinung jetzt revidieren oder anpassen? Was sagt die Wissenschaft heute? Deswegen halt dieses Video. Und ich würde sagen, wir starten mit einer kurzen Erklärung zur Terminologie. Und zwar, ich spreche sehr häufig von der Glutensensitivität. Das ist ein Begriff, den wir häufig im deutschsprachigen Raum finden und ich nutze ihn selbst. Das bezeichnet letztendlich nichts anderes als die, was wir im englischen Sprachraum finden, aus Non-Celiac Gluten Sensitivity, abgekürzt NCGS. Das bedeutet eine Glutensensitivität und eine Glutenintoleranz, die nicht mit einer Zöliakie erklärt werden kann. Also es gibt eigentlich drei glutenassoziierte Erkrankungen heute, drei anerkannte. Das ist zum einen die Zöliakie, eine Autoimmunerkrankung. Das ist die Weizenallergie, sagt der Name schon, ist eine allergische Reaktion vom Soforttyp, also IgE vermittelt. Und es gibt eben inzwischen die NCGS, bei uns Glutensensitivität. Manchmal wird es eingedeutscht in NZGS. Häufig findet sich auch der Begriff Glutensensibilität oder Glutenintoleranz. Und um das Ganze noch ein bisschen verwirrender zu machen, es bezeichnet, wie gesagt, aber alles dasselbe.
Jetzt wird gerade diskutiert, ob man tatsächlich den Begriff in Weizenprotein-Intoleranz-Syndrom ändert oder zumindest in diese Richtung, weil das Ganze ganzheitlicher, allumfassender ist. Das hat damit zu tun, dass wir bis heute nicht zu 100% wissen, ob tatsächlich nur das Gluten das große Problem ist, dass viele Leute eben Weizenroggen etc. nicht vertragen und Symptome entwickeln. Oder ob andere Bestandteile da auch noch mit dahinter stecken, zum Beispiel die Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Da gibt es verschiedene Forschungsschwerpunkte, das ist ganz interessant. Wer da genaueres wissen will, schaut vielleicht auch nochmal in den Blogartikel. Lasst euch bitte hier von dem Dröhnen draußen nicht ablenken. Der feine Herr bekommt hier in der Praxis Granittreppen verlegt. Und ja, die Bauarbeiter, die schuften hier bei einer Riesenhitze und sind wahrscheinlich ebenfalls froh, wenn sie fertig sind. Mich nervt es langsam auch, es geht schon eine ganze Weile. Deswegen drücke ich denen mal die Daumen, dass die Woche durchkommen. Lasst euch also nicht davon ablenken. Ich versuche das ebenfalls so einigermaßen auszublenden und hoffe, dass bald Mittagspause ist. So, zurück jetzt zur Glutensensitivität. Also, wir haben diese drei verschiedenen Erkrankungen. Und dazu muss man wissen, die Zöliakie ist eigentlich die erste Erkrankung, an der tatsächlich geforscht wurde. Die Glutenforschung insgesamt ist noch nicht besonders alt. Als man die Zöliakie eigentlich das erste Mal beschrieb, wusste man noch gar nicht, dass diese Erkrankung überhaupt mit dem Gluten zusammenhängt. Also man hatte da auf einmal Kinder, wo man gesehen hat, die wachsen nicht gut, die haben ständig Durchfälle, Bauchschmerzen, es gibt neurologische Beschwerden. Was machen wir jetzt mit denen? Die hatten tatsächlich auch ein sehr stark erhöhtes Versterberisiko. Und das war natürlich ein Riesenproblem. Nur jedes dritte Kind hat damals tatsächlich überlebt und konnte damit einigermaßen ja, sein Leben meistern, sage ich mal, auch wenn die Lebenserwartung deutlich reduziert war. Und wer sich ein bisschen so in meinem Blog eingelesen hat und Videos geschaut hat, der wird sich vielleicht erinnern, Dr. Sidney Haas, das war einer der ja, der Begründer der speziellen Kohlenhydratdiät, der SCD, das war tatsächlich ein Kinderarzt und Gastroenterologe, der deutliche bahnbrechende Fortschritte bei der Zöliakie oder bei der Behandlung der Zöliakie erzielt hat. Denn er hat dort rumprobiert mit verschiedenen Ernährungskonzepten und hat gesehen, wenn wir diese Kinder mit Fleisch ernähren, mit Bananen ernähren und mit verschiedenen Gemüsesorten, also der Vorläufer zur speziellen Kohlenhydratdiät, dann scheint es den Kindern gut zu gehen, sie wachsen, werden größer und können tatsächlich, also haben kein erhöhtes Sterberisiko mehr. So, das war eigentlich so der Beginn. Man wusste aber nicht, dass das Gluten das Problem ist. Man hat gedacht, das ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung, hat deswegen auch Reis, Mais, Kartoffeln etc. gemieden, wie der Teufel das Weihwasser. Später hat man tatsächlich diesen Glutenkomplex entdeckt. Das hatte damit zu tun, dass man gesehen hat, während Mangelperioden an Getreide ging es auf einmal diesen Kindern in Europa besser. Also in den Kriegsjahren hat man gesehen, okay, es geht diesen Kindern deutlich besser, wenn diese auf irgendwelche Ersatzmehle zurückgreifen müssen. Dann kam man auf diese Idee, aha, das ist das Gluten, das Klebeprotein, vor allen Dingen im Weizen. Ganz kurz, das Gluten, das ist, denke ich, für viele interessant oder viele, denke ich, dass sie es gar nicht wissen. Gluten bezeichnet eigentlich über 100 verschiedene Proteine, die wir eben im Weizen finden. Und das wird unter dem Namen Gluten zusammengefasst. Es gibt aber nicht nur Proteine, die eben zum Gluten gezählt werden im Weizen. Es gibt zum Beispiel auch die Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die werden nicht dazugerechnet. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, die Proteine, die wir zum Beispiel im Roggen haben, in der Gerste haben, das sind eigentlich keine Weizenproteine. Sie sind aber strukturell so ähnlich, molekularbiologisch, dass man sie ebenfalls mit zum Gluten rechnet. Und sie rufen vor allen Dingen auch dieselben Krankheitsreaktionen hervor. Deswegen bezeichnet man das Ganze eben als Gluten. Das macht es praktischer für uns Anwender, aber eben auch für die Diätologen, Ernährungsberater, die damit arbeiten müssen. Es ist aber wissenschaftlich eigentlich nicht korrekt. Es sind verschiedene Proteine. So, beim Getreideverzehr muss man wissen, eigentlich seit über 10.000 Jahren, seitdem eigentlich Getreide gezielt kultiviert wird, spielt der Weizenkonsum eine immer größere Rolle in unserer täglichen Ernährung. Und inzwischen ist das tatsächlich auf einem Höhepunkt, denn in Industrieländern wie auch in Entwicklungsländern überschreitet die Marke aktuell über 50% der täglichen Energieaufnahme des Menschen. Also, wenn man sich alleine vorstellt, natürlich Weizen, Roggen, Dinkel etc.
findet man ja nicht nur als reines Korn, wie man es vielleicht früher im Getreidebrei etc. verzehrt hat, heute natürlich in sämtlichen Backwaren, in Keksen, in Kuchen, Brötchen, Brot, Pizza, Nudeln und so weiter und so fort. Also man kann sich die ganze Palette von Süßkram angucken, überall steckt tatsächlich Weizen drin oder irgendein anderes Mehl. Und ja, also der Verzehr, der Konsum hat natürlich drastisch zugenommen. Und das ist natürlich auch ein, ja, ich sag mal, ein gefundenes Fressen natürlich für die Industrie. Aber jetzt haben wir ein großes Problem in den letzten Jahren. Also wir haben das Problem nicht, aber die Industrie. In den letzten Jahren ist dieser massive Absatz, der immer nur gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten, tatsächlich eingebrochen das erste Mal. Und zwar um 10-20% der abgesetzten Produkte. Und das ist wirklich so eine Trendwende gewesen, der natürlich auch gewisse Panikreaktionen hervorgerufen hat. Und diese Geschichte ist wirklich spannend, was da passiert ist. In Amerika ist es aktuell so, dass jeder fünfte Verbraucher tatsächlich darauf achtet, auf das Glutenfreizeichen. Dies steht natürlich wieder dem gegenüber, dass nur 1% der Bevölkerung von einer Zöliakie betroffen ist und ungefähr schätzungsweise 4% von einer Weizenallergie. So, und das hat natürlich wieder viele Ärzte auf den Plan gerufen, viele Journalisten, die sagen, was machen die Leute da, warum essen so viele glutenfrei, warum ist das denn wichtig, obwohl die nicht erkrankt sind. Es gibt viele Ärzte, die heute sagen, wer nicht unter einer Zöliakie leidet oder unter einer Weizenallergie, der hat auch keinen Grund, sich glutenfrei zu ernähren. Was allerdings großer Käse ist, denn es gibt eben diese Forschung zur Glutensensitivität und das erste Mal wurde die Glutensensitivität schon in den 80er Jahren beschrieben. Also damals ging eigentlich die wissenschaftliche Forschung dazu schon in die ersten Runden, wo man wirklich beschrieben hat, es gibt Menschen, die darauf reagieren, auch ohne eben, dass es die, dass sie eine Zöliakie hätten, dass sie eine Weizenallergie hätten. So, und richtig Auftrieb bekam das Ganze aber erst so ab dem Jahr 2010 ungefähr, als sich eine Expertenkommission tatsächlich nochmal damit beschäftigt hat, postulierte, dass es diese Glutensensitivität gibt, die das Ganze erstmals auch symptomatisch beschrieben hat, dass es da bestimmte pathophysiologische Muster gibt und besonders beteiligt war daran ein sehr außergewöhnlicher Forscher namens Alessio Fasano, der sagt vielleicht vielen von euch was, das ist wirklich ein viel gefragter Mann, ist oft ausgezeichnet worden, dieser Professor, eine Koryphäe im Bereich der Glutenforschung, der Zöliakieforschung. Er hat unter anderem auch das Zonulin entdeckt, das wird ebenfalls vielen von euch etwas sagen, ein Protein, das die Permeabilität der Darmschleimhaut regelt. So, und mit ihm und seiner Forschung kam auch diese ganze Welle ins Rollen zum Thema Leaky Gut, durchlässiger Darm, also Leaky Gut-Syndrom. Viele werden es kennen. Und er hat gezeigt, dass das tatsächlich bei allen Menschen so funktioniert. Also, dass wenn wir Gluten verzehren, tatsächlich der Darm durchlässiger wird. Jetzt muss man wissen, dass diese Forschungsergebnisse tatsächlich massiv missbraucht wurden. Und es ist ein großer Markt entstanden. Viele Alternativmediziner, viele Leute, die sich so im Bereich Paleo bewegt haben, einer gewissen fortschrittlichen, integrativen Medizin, haben sich das genommen und haben es, ich sage einfach mal, strategisch genutzt, um Angstmache zu betreiben und dadurch eben Produkte zu vermarkten, seien es Selbsthilfeprogramme, verschiedene Videos, Bücher, vor allen Dingen auch Supplemente. Und Professor Fasano hat den Fehler gemacht wahrscheinlich, das hat er auch später selber eingeräumt in einem Interview. Er hat am Anfang sehr häufig auf Einladungen dieser Menschen reagiert, hat seine Sicht der Dinge eben geschildert. Aber seine Studienergebnisse wurden massiv fehlinterpretiert und wurden eben zur Angstmache eingesetzt, wo man dann wirklich gesagt hat, das ist natürlich auch zu einem gewissen Grad so, also die Permeabilität der Darmschleimhaut, die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, wenn diese massiv gestört ist, legt diese eine Grundlage für Autoimmunerkrankungen. Oder zumindest ist es ein Teil bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen, so ist es vielleicht besser formuliert. Jetzt bekamen die Leute natürlich Angst, weil sie gedacht haben, wenn sie Gluten essen, dann sind sie prädestiniert, sämtliche Erkrankungen zu entwickeln, von Multipler Sklerose bis Morbus Crohn. Und das gaben weder die Ergebnisse her, noch hatte Professor Fasano das so intendiert, dass irgend sowas daraus gemacht wird. Die Permeabilität wird tatsächlich kurzzeitig
hochgeregelt. Also selbst bei gesunden Personen wird durch den Glutenverzehr diese Permeabilität kurzfristig verändert, aber sie kehrt tatsächlich auch zum Ausgangspunkt zurück, relativ schnell. Also niemals hat Professor Fasano behauptet, niemand dürfte Gluten essen. Er hat gesagt, tatsächlich wird Gluten von allen Menschen nur schwer verdaut und es verändert auch bei allen Menschen, hat es Auswirkungen unter anderem auf die Permeabilität. Aber er hat nie gesagt, dass das ein Problem für alle Menschen ist oder dass jetzt die Menschen auf Gluten verzichten sollen. Ganz im Gegenteil, er hat dann auch nochmal gesagt, das wäre für ihn so etwas wie, ja, wie ein persönlicher Rufmord, ein Ruf Selbstmord, denn er als Italiener natürlich mit aus dem Land von Pasta, Pizza und Espresso, das wäre natürlich ein Riesenproblem gewesen. So, man hat das aber so genommen und hat das so umgemünzt. Und dann sind durch diese Geschichte Leaky Gut-Syndrom, Gluten-Sensitivität, die man übrigens auf ungefähr 6 bis 13% der Bevölkerung geschätzt hat, also deutlich mehr als bei der Zöliakie, 1%, oder auch bei der Weizenallergie, 4%, hat man jetzt gesagt, 6 bis 13% der Bevölkerung sind betroffen. Und auf einmal ging tatsächlich so eine Welle los und viele Leute haben sich glutenfrei ernährt, ohne irgendeine besondere Diagnostik und hatten das Gefühl tatsächlich, dass es ihnen besser ging und die Foren quollen über mit ja, mit Heilerfolgen, mit besonderen Geschichten, wo man gesagt hat, das und das habe ich dadurch in den Griff bekommen. Die Leute haben dem auf einmal sonst was zugeschrieben, was sie alles heilen konnten. Und sie hatten auf einmal mehr Energie, waren im Sport besser, hatten härtere Erektionen, die Frauen sind auf einmal fruchtbar geworden und so weiter und so fort. Und natürlich kann das auch alles sein. Es kann wirklich eine Rolle spielen, denn es gibt tatsächlich die Glutensensitivität. Ein noch viel größerer Prozentsatz wird aber schlicht und einfach ein Placebo-Effekt gewesen sein. Einfach durch diesen gewaltigen Hype. Und das zeigen auch viele Studien, auf die ich dann später zu sprechen komme. Ja, das war eigentlich so dieser Beginn, das auf der einen Seite in den, vor allen Dingen in den sozialen Medien, ich setze das immer gerne in Anführungszeichen, und auch in den Foren etc., dass da wirklich diese vielen Berichte kamen, dass da so viel drauf eingegangen wurde. Und dann kam noch so der nächste Punkt. Also wir hatten eine wissenschaftliche Berichterstattung. Das wurde durch viele Studien auf einmal auch gestützt. Vor allen Dingen beim Reizdarmsyndrom und beim chronischen Erschöpfungssyndrom, bei der Fibromyalgie. Dann eben diese Geschichte soziale Medien und eben solche ja, Mediziner, in Anführungszeichen wie Chris Kresser etc., die eine sehr große Reichweite hatten, eben so im Bereich Paleo-Ernährung. Und was dann noch passiert ist, dann kamen noch die ganzen Stars und Sternchen dazu. Also jeder zweite Hollywood-Schauspieler, jede Sängerin hat sich auf einmal glutenfrei ernährt und gesagt, nur dadurch könnte sie ihr Energielevel halten und wäre noch kreativer und so weiter. Und das hat natürlich einen massiven Trend ausgelöst und hat sich immer wieder selbst verstärkt. So, das hat man ein paar Monate, Jahre so laufen lassen und dann kam aber die Gegenbewegung ins Rollen. Und was dann passiert ist, ist eigentlich fast genauso schrill wie das, was vorher war und genauso blödsinnig eigentlich auch, muss man wirklich sagen. Denn man hat dann einfach irgendwelche Leute vor die Kamera gezerrt oder für die Artikel schreiben lassen, wo man sagen muss, die sind eigentlich nicht für dieses Gebiet qualifiziert. Also zur besten Sendezeit auf einmal im ARD steht auf einmal jemand da, der eben sagt, natürlich mit einem Doktortitel, der sagt, nein, das ist alles überhaupt kein Problem, der Weizen hat sich nie verändert, das ist alles nur Einbildung, wer keine Zöliakie hat, das ist 1% der Bevölkerung, der muss sich nicht glutenfrei ernähren. Wenn man dann zu diesem Herrn Doktor mal gegoogelt hat, dann hat man tatsächlich gefunden, dass der massiv in die Weizenlobby oder in die Getreideproduktion involviert ist. Das ist natürlich nicht unbedingt ja, ein Fürspruch, dass man dort jemanden Neutrales hingestellt hat. Und ja, es kam auf einmal nur noch diese Stimmen zum Tragen. Und natürlich hatten diese Leute nicht die besseren Argumente, aber sie hatten einfach eine viel größere Reichweite. Wenn man sich das anguckt, die öffentlich-rechtlichen Medien, große Wochen- und Tageszeitungen, die auf einmal darüber berichtet haben. Und es entstand so ein Anti-Glutenfrei-Hype. Das war ja alles nur Geldmacherei und so weiter und so fort. Da frage ich mich dann immer bei solchen Argumenten, wenn die Weizen- und die Milchindustrie, wenn die sagen, glutenfrei, die wollen ja alle nur Geld verdienen, sollte man sich einfach mal die Unterschiede beim Absatz anschauen und wie viel Geld da tatsächlich verdient wird. Und wir wissen ja aus vielen Studien inzwischen, was für massiven Einfluss zum Beispiel auch die Milchindustrie auf Studien nimmt.
wie das tatsächlich dort anders dargestellt wird, was dort für Geld verdient wird. Also dieses Argument ist für mich absolut nicht stichhaltig. So, es geht hier auch nicht darum, dass wir mit glutenfreier Ernährung irgendjemand schaden würden. Also es ist nicht so, wie wenn ein Medikament hochgepusht wird, man sagt, das muss man jetzt unbedingt nehmen und das hat aber vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen, man könnte sich dadurch schaden. Es ist ja auch nicht so, dass man durch den Glutenverzicht irgendwie kränker werden würde, meistens im Gegenteil, weil man sich eben auch im Zuge dessen oft auch noch andere Gedanken um seine Ernährung macht, über den Fettkonsum, über das Gemüse und so weiter und so fort. Aber sei das mal dahingestellt, auf jeden Fall gab es diese massive Gegenbewegung und ich weiß nicht so richtig, warum das Ganze passiert ist, aber das Ganze wurde genauso verstockt auf einmal und verbohrt wie die Gegenseite. Und auf einmal mussten sich die Ärzte, mussten sich die Patienten von den Ärzten anhören, das ist alles Käse, warum sie denn sowas machen. Das soziale Umfeld wurde auf einmal richtig sauer, hat da wirklich böse reagiert, wenn man so gesagt hat, ich muss glutenfrei essen, weil dann kam immer die Frage, hast du eine Zöliakie? Und wenn man das verneint hat, dann ging das erstmal los und die Belehrung und jeder hatte schon was gelesen, gehört, gesehen, was auch immer. So. Und das Schlimme eigentlich an dieser ganzen Debatte war, dass so diese gemäßigten mittleren Positionen, wie eben Professor Fasano selber, der eben gesagt hat, es ist nicht so, wie eben der Hype das sagt, aber es gibt tatsächlich die Glutensensitivität und das betrifft aber einen relativ kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, die kamen auf einmal gar nicht mehr zu Wort. Also es gab entweder, es ist das absolute Übel oder das ganze Konzept ist wissenschaftlich sowieso nicht haltbar und ist alles großer Käse. Dabei zeigen viele Studien, dass es die Glutensensitivität tatsächlich gibt. Und vor allen Dingen auch wissen wir inzwischen relativ viel über die Pathophysiologie. Also wir wissen tatsächlich, bei diesen Menschen, die unter einer Unverträglichkeit von Gluten leiden, ist biologisch sind da tatsächlich Dinge zu finden, die das Ganze erklären könnten. So, und vielleicht ganz kurz nochmal, es gibt, wie gesagt, diese drei unterschiedlichen Erkrankungen, bei denen Gluten eine Rolle spielt. Das ist zum einen die Zöliakie. Bei der Zöliakie ist das Ganze eine Autoimmunerkrankung, wie gesagt. Und dort kommen eigentlich zwei Faktoren zusammen, muss man sagen. Auf der einen Seite sind für über 95% der Betroffenen sind Träger des humanen Leukozyten-Antigens, also HLA, DQ2 bzw. 8. Und zu dieser genetischen Prädisposition tritt dann eben noch der Verzehr von Gluten und die Glutenpeptide, die gelangen tatsächlich an die Darmschleimhaut, also in die Darmschleimhaut, werden dort von einem Protein namens Transglutaminase desaminiert und diese so veränderten Glutenpeptide, diese aktivieren letztendlich verschiedene T-Zellen und dadurch kommt es eben zur Ausschüttung entzündlicher Stoffe und wir haben die klassischen Veränderungen eben auch auf der Darmschleimhaut, den Abbau der Mikrovilli und so weiter und so fort. Also wir haben dort tatsächlich auch, können das Ganze nachweisen, diagnostiziert wird das Ganze eben über die Antikörper, über die Endomysium-Antikörper, über die Transglutaminase-Antikörper, teilweise über die desaminierten Glutenpeptide und eben dann endgültig beweisend ist die Biopsie. Das bedeutet, man kann wirklich zeigen, okay, dort gibt es entzündliche Veränderungen. Und das ist die Zöliakie, die betrifft, wie gesagt, ungefähr 1% der Bevölkerung in Nordeuropa, etwas mehr. Dann haben wir die Weizenallergie, das ist, wie der Name schon sagt, eine Allergie vom Soforttyp, IgE vermittelt, 4% der Bevölkerung. Interessant ist, dass Kinder deutlich mehr betroffen sind und dass diese tatsächlich aus dieser Erkrankung auch herauswachsen können. So, die Weizenallergie, hier muss meistens ebenfalls auf alle glutenhaltigen Getreidesorten verzichtet werden. Eben weil wir diese deutliche strukturelle Ähnlichkeit haben, das Immunsystem dort auch reagiert. Und wir haben jetzt die Glutensensitivität und bei der Glutensensitivität waren lange Zeit keine Pathomechanismen so wirklich bekannt. Deswegen hat man das definiert als eine Erkrankung, die gastrointestinale und extraintestinale, also systemische Beschwerden hervorruft, wenn man Gluten verzehrt. Und zwar ohne, dass man gleichzeitig unter einer Zöliakie oder Weizenallergie leidet. So, heute wissen wir schon etwas mehr. Das war, wie gesagt, am Anfang der Forschung war man sich da sehr unsicher, hat gesagt, okay, das ist eigentlich nur darüber definierbar. Heute wissen wir aber, dass es zum Beispiel deutliche Unterschiede in der Genexpression gibt. Also es gibt zum Beispiel
eine deutliche Überexpression von Claudin 4 und Claudin 15. Das führt dann wieder zu Besonderheiten, zur Herabregelung von FOXP3 und so weiter. Ich will da eigentlich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ihr könnt euch auch den Blogartikel nochmal durchlesen. Auf jeden Fall kann man vermuten, dass hier das angeborene gastrointestinale Immunsystem eine bedeutende Rolle spielt, im Gegensatz zur Zöliakie. Dort ist es genau andersrum. So, es gibt also, wie gesagt, Unterschiede in der Genexpression. Auf der anderen Seite wissen wir, dass bei Patienten mit Glutensensitivität die Permeabilität der Darmschleimhaut deutlich hinaufgeregelt ist. Sozusagen, sie ist durchlässiger. Das ist natürlich ein Riesenproblem und wurde in mehreren Studien immer wieder so repliziert. Und einen deutlichen Zusammenhang gibt es dort auch mit den Lipopolysacchariden, den LPS. Darüber hatte ich ebenfalls schon sehr oft gesprochen hier. Das ist auch eng mit dem Reizdarmsyndrom und mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom verbunden. Werde ich hier nochmal einen Link zum Video einblenden, wen das interessiert. So, das finden wir ebenfalls bei der Glutensensitivität und bei den Patienten, die unter gastrointestinalen Beschwerden leiden, aufgrund von Gluten, da finden wir auch Veränderungen der Transitzeit, also eine deutlich erhöhte, also beschleunigte Passage des Dünndarms beispielsweise. Was zu Durchfällen, das finden wir eben besonders bei Patienten mit Reizdarm und Durchfall, was den Durchfall begünstigen kann. So, das sind Geschichten. Auf der anderen Seite wissen wir auch um die Wirkung von den Amylase-Trypsin-Inhibitoren, den ATIs. Das spielt dort noch mit eine bedeutende Rolle. Also es gibt verschiedene Pathomechanismen, die wir so finden. Und es gibt aber leider noch keinen diagnostischen Marker. Was aktuell diskutiert wird und was wir immer wieder finden, ist, das wurde auch bei Patienten mit dem Reizdarmsyndrom eigentlich so als erstes aufgedeckt, tatsächlich von um die Jahrtausendwende, so diese ersten Arbeiten von Professor Warnschaffe, in Deutschland so eine Koryphäe in dem Bereich Reizdarmsyndrom und Gluten, der hat tatsächlich nachgewiesen mit seinem Team, dass eine Subgruppe von Reizdarmpatienten, nämlich die mit Durchfall vor allen Dingen, ganz ähnliche Antikörper zeigen wie bei der Zöliakie. Und dann hat man sich das Ganze genauer angeschaut, man hat gesehen, okay, die genetische Prädisposition, wie bei der Zöliakie, ist dort tatsächlich vermehrt vorhanden. Man hat unter anderem die Endomysium-Antikörper gefunden, man hat das Immunglobulin A gegen Gliadin etc. vermehrt und man konnte tatsächlich bei diesen Patienten, die das aufgewiesen haben mit einer glutenfreien Kost, die Reizdarmbeschwerden deutlich senken und auch diese Marker eben im Serum zum Beispiel beheben, wieder zum normalen befrieden. So, also dass sie wieder so auf dem Level waren wie bei gesunden Vergleichspersonen. Und das sind eben auch so Auffälligkeiten, die wir dort haben. Auf der anderen Seite, was heute aktuell diskutiert wird, ist das Immunglobulin G, also das IgG, gegen die Gliadin-Antikörper. Das bedeutet IgG, AGA. So, jetzt wird es langsam ein bisschen kompliziert. Man kann also dieses Immunglobulin dort bestimmen lassen, kann schauen lassen. Das scheint wirklich bei der Glutensensitivität eine Rolle zu spielen. Allerdings muss man beachten, dass es unter anderem auch bei Lebererkrankungen erhöht ist. Man findet das bei vielen Reizdarmpatienten, obwohl das hier eine verbindende Komponente sein kann. Vielleicht, um bei diesem Themenkomplex zu bleiben, Glutensensitivität. Viele Forscher sind sich bis heute nicht einig, ob man das tatsächlich überhaupt von dem Komplex dieser Syndrome, bei denen auch zum Beispiel die Lipopolysaccharide, die Endotoxine eine Rolle spielen, Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie, chronisches Erschöpfungssyndrom, Mastzellerkrankung, ob man das überhaupt klar trennen kann oder ob das tatsächlich ein Pathomechanismus innerhalb dieser Erkrankung ist. Denn tatsächlich haben wir beim Reizdarmsyndrom die eindeutigste Studienlage, dass die Glutensensitivität dort tatsächlich vorhanden ist und dass sehr viele Patienten von einer glutenfreien Kost profitieren. So, jetzt kann man schauen, wir haben wie gesagt Pathomechanismen, wir wissen, wie wird das Ganze diagnostiziert. Vielleicht mal, um kurz darauf einzugehen, die genetische Prädisposition für die Zöliakie, also das HLA-DQ28, ich hatte es vorhin angesprochen, das ist tatsächlich bei Patienten mit einer Glutensensitivität ebenfalls häufiger als in der Normalbevölkerung.
Also nur weil man diese genetische Prädisposition hat, bedeutet das nicht, dass man gleich eine Zöliakie entwickeln muss. Da müssen also noch verschiedene Dinge dazutreten. Aber wir haben es auch in der Normalbevölkerung ohne Symptome. Wir haben aber eine deutlich erhöhte Zahl unter den Patienten mit der Glutensensitivität und bei Patienten mit dem Reizdarmsyndrom. Also auch hier wieder so eine Verbindung. Und man kann diese genetische Prädisposition zum Beispiel beim Gastroenterologen bestimmen lassen. Einige Hausärzte werden das wahrscheinlich auch machen. Das kann tatsächlich, wenn man die Vermutung hat, dass man auf Gluten reagiert, wird das so ablaufen, vielleicht ganz kurz, man geht zum Arzt, beschreibt das. Dann wird der Arzt als erstes natürlich erstmal schauen, ein Vorscreening machen, gibt es Hinweise auf eine Zöliakie, also er wird die Antikörper bestimmen lassen, die Endomysium-Antikörper, die Transglutaminase-Antikörper. Er wird einen Gesamt-IgE-Test machen, um zu schauen, was macht das Immunglobulin E, gibt es Hinweise auf eine Allergie. Sind diese positiv, dann wird er natürlich weiterschauen, zum Beispiel in Richtung Allergoscreen, Immunocap oder eben eine Dünndarmbiopsie anordnen. Das bedeutet, ihr müsst zur Magen- bzw. Darmspiegelung, um da genau nachzuschauen, gibt es eine Zöliakie. Sind die negativ, kann man weiterforschen, kann sich zum Beispiel die genetische Prädisposition anschauen und eben auch zum Beispiel das IgG gegen die Gliadin-Antikörper. So, sind diese positiv? Wie gesagt, sie sind nicht 100% spezifisch, also sind nur Hinweise, würde man sich einer glutenfreien Kost unterziehen. Und wichtig ist immer, möglichst keine Selbstversuche zu machen, sondern wirklich versuchen erst die Diagnostik, denn habt ihr einmal angefangen, euch glutenfrei zu ernähren, kann tatsächlich der Arzt hinterher nicht mehr feststellen, ob eine Zöliakie oder eine Allergie vorliegt. Was natürlich deutlich wichtiger ist, gerade wie bei der Zöliakie, dass ihr euer Leben lang eben glutenfrei esst. So, deswegen eigentlich immer erst die Diagnostik, dann der Versuch. Jetzt ist ein großes Problem. Viele Menschen reagieren auf den Verzicht auf Gluten tatsächlich sehr, sehr positiv. Und warum ist das ein Problem? Weil das nicht beweisend ist für eine Glutensensitivität. Also viele Leute reagieren positiv darauf. Das bedeutet, oder daraus kann man erstmal schließen. Es kann ein Placebo-Effekt sein, es kann allerdings auch sein, dass man seine Ernährung im Gesamten noch mehr umstellt. Es kann auch sein, dass irgendetwas in diesen Produkten noch anderes drin ist, was Beschwerden verursacht hat. Und deswegen ist der Goldstandard eigentlich, um eine Glutensensitivität zu beweisen, auch heute noch, glutenfreie Kost. Wenn sich die Beschwerden deutlich bessern, wird ein Rechallenge gemacht, das bedeutet, man bekommt Gluten in die Ernährung wieder eingebaut. Und das Ganze wird aber so gemacht, dass das Ganze doppelblind funktioniert. Also man kann in dem Moment Placebo bekommen oder man kann eben Gluten bekommen. Und wenn es richtig cool ist, ist das Ganze noch kontrolliert nach FODMAP-Gehalt etc., um andere Bestandteile auszuschließen, die Probleme bereiten. Und das wurde inzwischen, gibt es einige Studien dazu und hier kann man wirklich schauen, was spielt denn Gluten wirklich für eine Rolle? Und es gibt inzwischen, wie gesagt, viele Studien. Ich werde das Ganze hier mal einblenden, wo man wirklich sieht, oder das zentrale Ergebnis dieser Studien ist, es gibt tatsächlich einen Teil, und das sind Patienten, die eben positiv auf den Glutenverzicht reagiert haben, also wo die symptomatisch Erfolg hatten, dass nur ein relativ geringer Teil. Und Meta-Analysen, es gibt zwei große Meta-Analysen inzwischen, die also mehrere Studien zusammenfassen, dieser Rechallenge-Phase, die sprechen von 30% oder sogar nur 17% von Patienten, die schon mit Glutensensitivität eigentlich diagnostiziert waren, die tatsächlich ganz klar zwischen Placebo oder eben auch Gluten unterscheiden können. So, und also nur jeder Dritte dieser Diagnostizierten, das bedeutet, man muss wahrscheinlich die Prävalenz deutlich senken. Wenn man bis jetzt von 6% bis 10% ausgegangen ist, sollte man das Ganze vielleicht auf ein Drittel reduzieren. Und besonders wichtig ist natürlich auch, was eine große Rolle spielt, ist der Nocebo-Effekt. Das bedeutet, die Patienten erwarten von den 17% in der Meta-Analyse, die eben unterscheiden konnten, okay, das war jetzt Gluten, haben nochmal 40% auch eine deutliche Reaktion beim Placebo angegeben. So, also man sieht da wirklich der Nocebo-Effekt, die Erwartung, mir passiert etwas Schlechtes, weil ich Gluten konsumiere, spielt eine bedeutende Rolle. Sei es aus Erfahrung oder eben, weil das Ganze über Medien, über die sozialen Netzwerke etc. so extrem gehypt wurde, dass man denkt,
Ja, da muss jetzt etwa, man muss einfach was Schlimmes passieren. Es gibt aber auch deutliche Hinweise. Ihr seht das, es geht um Dinge wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, um gastrointestinale Symptome. Es geht vor allen Dingen auch um depressive Marker, wo wirklich das Gluten eine eindeutige Wirkung gezeigt hat. Es gibt aber auch Studien, wo es keinen Unterschied zum Placebo gab, wo eher ein Hinweis kam, das Ganze geht eher in Richtung Fruktane. So, die Meta-Analysen schließen jetzt ebenfalls, die Glutensensitivität ist tatsächlich da. Es gibt dieses Konzept, das ist auch wissenschaftlich haltbar, aber es betrifft deutlich weniger Menschen als bisher angenommen. Und hier wieder dieser Aufruf zur Mäßigung, zur Mitte. Nicht jeder Mensch muss glutenfrei essen, nicht jeder muss auf Pasta etc. verzichten. So. Jetzt vielleicht abschließend, warum ist das für uns so ein großes Thema und für uns ist es das wirklich? Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, die Studien dazu, die wissenschaftlichen, begannen, wie gesagt, um die Jahrtausendwende. Und man hat nachgewiesen bei Patienten mit dem Reizdarmsyndrom und jetzt hier nochmal speziell bei den Patienten mit Durchfall, absoluter Wahnsinn. Hier haben 60% tatsächlich im Sinne einer Remission reagiert. Was man zeigen konnte, war, dass teilweise die glutenfreie Kost ihre Zeit braucht, um die Effekte zu entwickeln. Das bedeutet, einige Patienten haben erst nach teilweise Monaten eben Verbesserungen gespürt. Sonst wäre die Erfolgsquote noch höher gewesen. Manche musste man aus der Analyse rausnehmen, weil eben diese Verbesserungen erst so spät kamen. Und man hat gedacht, okay, da gibt es gar keine Veränderung. Es ging ja auch um eine gewisse Zeit, in der etwas passieren muss. Und Remission, um das nochmal klar und deutlich festzuhalten, die Remission bedeutet tatsächlich, dass der globale Symptomscore so weit gesunken ist, dass er dem von gesunden Vergleichspersonen glich. Das bedeutet also eigentlich, man mag es kaum in den Mund nehmen, aber es handelte sich um Heilung. Und das bei über 60% eben dieser betroffenen Gruppe. Warnschaffer und Kollegen dann später an einer anderen Uni, ich glaube in Greifswald, irgendwo im Norden auf jeden Fall, haben dann nochmal nachgewiesen, ein Prädiktor ist eben halt die genetische Prädisposition. Also wer die hat, so wie ich auch, der sollte unbedingt eine glutenfreie Kost probieren und das Ganze langfristig machen, weil oft in den ersten Wochen eben noch nichts geschieht. Inzwischen wurde das Ganze von zahlreichen Studien tatsächlich auch repliziert. Unter anderem Professor Vasquez Roque ist dann so eine Forscherin, die da ganz aktiv ist und eben auch gezeigt hat, was dort die Pathophysiologie ist. Also das bedeutet, die Transitzeit beschleunigt sich durch den Dünndarm, die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut steigt bei Patienten mit dem Reizdarmsyndrom und kehrt wieder zur Normalität zurück mit einer glutenfreien Kost. Also sie hat gleichzeitig noch gezeigt, dass da tatsächlich wieder Verbesserungen auftreten und konnte ebenfalls Tendenzen Richtung Heilung zeigen. Allerdings war die Studie damals auch zu kurzfristig, aber sie spekulierte auch darüber, dass die Glutensensitivität tatsächlich einen Mechanismus offenlegt, der die Krankheitsprozesse beim Reizdarmsyndrom reversibel machen könnte. Dann gibt es noch interessante Studien, wie gesagt, zur Genexpression und aber auch noch verschiedene doppelblinde Studien, zum Beispiel als Re-Challenge-Phase, wo man wirklich geschaut hat, Patienten, die eben diese Verbesserung bei Glutenverzicht erfahren haben. Jetzt geben wir denen entweder ein Placebo mit beispielsweise Dextrose drin oder eben Gluten. Die konnten das tatsächlich ziemlich genau benennen. Patienten mit dem Reizdarmsyndrom wohlgemerkt, nicht die allgemeine Gruppe mit Glutensensitivität. Und es gab deutliche Verschlechterungen, also deutlich signifikanter als gegenüber dem Placebo, bei zum Beispiel Bauchschmerzen, bei Müdigkeit, bei Depressionen, bei Durchfällen. Und das war wohlgemerkt eine Gruppe einfach von Reizdarmpatienten, weder nach der genetischen Prädisposition vorsortiert, noch nach dem Subtyp. Es wurden Patienten mit dem alternierenden RDS einbezogen, also das heißt Durchfall und Verstopfung im Wechsel, oder Patienten mit Durchfall. Jetzt fängt es wieder an mit Dröhnen. Oder Patienten mit Durchfall. Das bedeutet, diese Patienten haben deutlich profitiert vom Glutenverzicht und hatten wieder mehr Beschwerden, wenn man das Ganze wieder eingeführt hat.
So, und zwar doppelblind das Ganze Placebo kontrolliert. So, also beim Reizdarmsyndrom spielt das Ganze tatsächlich eine bedeutende Rolle und sehr, sehr viele Patienten profitieren davon. Ähnliche Studien gibt es zum Beispiel für das chronische Erschöpfungssyndrom, Chronic Fatigue Syndrom, wenn das eher was sagt, bei der Fibromyalgie, bei den Mastzellerkrankungen. Bei den Mastzellerkrankungen vielleicht ebenfalls ganz spannend. Professor Molderings, der erwähnte in einer wissenschaftlichen Arbeit, dass eben Patienten, die anfangen mit der Mastzellbehandlung aufgrund eines Mastzellaktivierungssyndroms, unbedingt auch glutenhaltige Produkte, Milchprodukte und Hefe meiden sollten, zumindest für die ersten Wochen, weil diese eine gewisse Immunreaktion hervorrufen, wo man noch nicht so ganz weiß, was ist der Hintergrund. Aber sie haben die deutliche Erfahrung gemacht, dass diese Patienten schneller wieder in Einklang mit ihrem Körper kommen und die Mastzellen besser befrieden können. Also für das Reizdarmsyndrom eindeutig nachgewiesen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Symptomatik, weil das habe ich jetzt noch vergessen. Was ist so der Unterschied? Es gibt vor allen Dingen gastrointestinale Symptome, das finden wir sehr häufig, also Durchfall oder Durchfall und Verstopfung im Wechsel, Bauchschmerzen, Blähungen, Übelkeit, manchmal auch Erbrechen. Also das sind so diese klassischen gastrointestinalen Symptome. Wir haben aber eine Vielzahl von extraintestinalen Symptomen. Das bedeutet Dinge wie Kopfschmerzen. Ganz klassisch sind auch Hautveränderungen. Manchmal gibt es neurologische Beschwerden, also dass man sagt, man hat irgendwie seltsames Kribbeln in den Fingern beispielsweise oder in den Zehen. Das sind so klassische Sachen. Kopfschmerz, Migräne habe ich schon erwähnt. Alles, was in den psychiatrischen Formenkreis gehört. Depressionen, Angsterkrankungen. Hier gibt es auch erste Untersuchungen, die zeigen, dass tatsächlich Glutenverzehr bei einigen Personen in den Serotoninhaushalt eingreift. Das ist auch sehr, sehr spannend und es gibt eine ganz deutliche Verbindung zu Erkrankungen wie Schizophrenie und Autismus. Das wird schon seit den 80er Jahren erforscht. Man ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, warum das Ganze so ist, aber man geht davon aus, dass tatsächlich Glutenpeptide die Blut-Hirn-Schranke überwinden können und in Rezeptoren am Gehirn tatsächlich andockt und Verhalten ändern kann. Das kann man im Tiermodell eigentlich relativ schon nachweisen, relativ gut nachweisen. Und ja, Müdigkeit, Erschöpfung, das ist noch so ein Riesenkomplex, der da noch mit reingehört. Die Verbindung, wie gesagt, zum chronischen Erschöpfungssyndrom ist sehr evident. Und solltet ihr unter solchen Beschwerden leiden, das bedeutet, die klassischen gastrointestinalen, bei den systemischen habe ich jetzt noch vergessen, zum Beispiel Beschwerden bei der Thermoregulation. Das bedeutet Hitzewallungen, Schweißausbrüche. Das gehört dort ebenfalls noch mit rein. Und es gibt noch eine Verbindung zu einigen Autoimmunerkrankungen. Man weiß zum Beispiel, dass Glutenverzicht Autoimmunstörungen der Schilddrüse zum Beispiel, also dass es bei diesen Erkrankungen tatsächlich hilft. So, das sind also nochmal, um das so ein bisschen abzuklären, was sind die Symptome? Und vor allen Dingen ist das so ein, ich habe schon mal in dem Video, das könnte ich ebenfalls nochmal kurz den Link einblenden, sollte man sich lieber glutenfrei ernähren oder lieber auf FODMAP-arm? Da hatte ich auch schon darauf hingewiesen, wenn ihr systemische Beschwerden habt, eher, geht eher in Richtung glutenfrei. Was noch so ein Problem ist bei der Glutensensitivität, die Forscher wissen nicht, ob man sich hier tatsächlich sein ganzes Leben lang glutenfrei ernähren muss, wie zum Beispiel bei der Zöliakie, oder ob das Ganze eher ein Prozess ist oder ein Krankheitsmechanismus innerhalb anderer Erkrankungen. Das bedeutet, es kann sein, gehen wir jetzt mal von dieser Idee aus mit den Lipopolysacchariden und mit der Darmpermeabilität, dann könnte es tatsächlich sein, dass das Ganze rückgängig gemacht werden kann. So, und ist die Darmbarriere erstmal wieder in einem guten Zustand, ist es eventuell möglich, dass man wieder Gluten verträgt, dass man das Ganze wieder essen kann. Und das wäre natürlich eine geniale Sache, soweit ist die Forschung aber einfach noch nicht. Bis jetzt muss man sagen, einfach diesen glutenfreien Versuch machen, möglichst langfristig und schauen, was passiert. Und vielleicht noch jetzt zum Abschluss, um das so zum Abschluss zu bringen, also gibt es die Glutensensitivität? Ja, ist sie so weit verbreitet, wie das manche ja, Alternativmediziner oder vielleicht die sozialen Medien, wie die das uns weismachen wollen? Nein, auf keinen Fall. Und auch die wahrscheinlich stimmt auch nicht diese Vermutung, wie sie am Anfang von vielen Wissenschaftlern behauptet wurde,
von 6 bis 10% oder 13%, die ist vermutlich ebenfalls nicht haltbar. Es wird deutlich darunter liegen, ungefähr bei 30%. Bei den Re-Challenge-Phasen schwankt das Ganze, das ist absolut heterogen. Wir finden dort Zahlen von 7% bis 77% von den Patienten, die klar zuordnen können, Gluten oder eben Placebo. Also da ist noch keine eindeutige Aussage möglich. Da müsste man erst noch mehr schauen, was sind tatsächlich die Pathomechanismen, welche Rolle spielt zum Beispiel die Genexpression oder eben auch verschiedene Antikörper. So, es spielt, wie gesagt, eine deutlich geringere Rolle. Es sind weniger Menschen betroffen und gesunde Menschen müssen im Normalfall auch nicht auf Gluten verzichten. Wer aber auf jeden Fall davon profitiert, und das ist meiner Meinung nach ganz eindeutig in verschiedensten Studien bewiesen worden, Patienten mit dem Reizdarmsyndrom und Durchfall oder der alternierende Typus, Patienten mit Fibromyalgie, Patienten mit chronischen Erschöpfungssyndrom, Patienten mit Autismus, Schizophrenie und auch viele Patienten mit Depressionen etc. können einen Versuch wagen. Also das sind wirklich Gruppen, für die ist das evident. Und zum Beispiel haben wir in einer großen Studie beim Reizdarmsyndrom, da wurde nachgewiesen, dass über 30% aus einer einfachen Stichprobe betroffen waren, was natürlich die 6% etc., die man jetzt in der Gesamtbevölkerung schätzt, deutlich übertrifft. Also beim Reizdarm ist das Ganze wirklich evident. Noch ein paar kurze Tipps dazu, auf was sollte man unbedingt achten, wenn man sich glutenfrei ernähren möchte. Zum einen beachtet unbedingt, nicht nur glutenfrei zu essen, sondern eben auch diese anderen Bestandteile, die ein Problem sein können. Wir wissen, im Weizen stecken noch Fructane, das ist ein FODMAP, also ein schwer verdauliches Kohlenhydrat, was tatsächlich die menschliche Verdauung passieren kann, in den Dickdarm gelangt und dort von Bakterien fermentiert wird. Und das hat unterschiedliche Folgen. Kurzfristig kommt es bei der Fermentation zu Gasbildung, zu osmotischen Effekten, Blähung, Durchfall. Auf der anderen Seite kann es aber auch dazu führen, dass mehr Endotoxine freigesetzt werden aus gramnegativen Bakterien, die Darmschleimhaut durchlässiger machen. Und dadurch kommt es eben zu dieser ganzen Stufe Darmpermeabilität, Leaky Gut, alles was dazugehört. So, das bedeutet FODMAP-arm bzw. fruktanarm essen. Damit macht man einen großen Schritt, wenn man zum Beispiel Weizen etc. meidet. Das macht man bei der glutenfreien Kost ja eh, aber es stecken eben auch noch Fructane und FODMAPs in anderen Lebensmitteln. Hier unbedingt mal die Lebensmittellisten anschauen und das Ganze würde ich eben so im Verbund formen, diese beiden Ernährungsformen. Auf der anderen Seite haben wir noch die Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Das sind sowas wie natürliche was letztendlich Schädlinge abwehrt, das steckt schon im Getreide drin. Man hat versucht, das Ganze gentechnisch noch so zu verändern, dass diese noch verstärkt da sind. Die machen das Ganze aber auch noch schwieriger zu verdauen und spielen eine bedeutende Rolle eben auch beim Reizdarmsyndrom und auch bei anderen Menschen, die sagen, Getreide, das passt einfach nicht, verträgt sich nicht mit mir, kann man eindeutig zeigen inzwischen in Studien. Diese treten aber immer, die Amylase-Trypsin-Inhibitoren treten immer in einem Komplex mit dem Gluten auf. Das bedeutet, wenn ihr glutenfrei esst, meidet ihr die automatisch mit. So, also diese Dinge auf jeden Fall noch beachten. Zweitens, wenn ihr glutenfrei euch ernährt, achtet unbedingt auf trotzdem eine vielfältige Ernährung, auf eine ausreichende Ballaststoffzufuhr und supplementiert eventuell. Es gibt Studien, die zeigen, bei der glutenfreien Kost verändert sich das Mikrobiom meistens zum Unguten. Das hat damit zu tun, dass man eben auf viele Vollkorngetreide verzichtet, dass man besonders, wenn man eben auf diese Ersatzprodukte zurückgreift, zum Beispiel aus Reismehl oder Kartoffelstärke, dass der Ballaststoffanteil deutlich sinkt. Hier unbedingt drauf achten. Möglichst vielfältig essen, gezielt die Ballaststoffe einsetzen, die da sind, eventuell zu einem Supplement greifen, Flohsamenschalen, eventuell auch Präbiotika einsetzen, die gezielt Bifidobakterien, Lactobacillen anfüttern. Zum Beispiel eine Möglichkeit wäre Bimuno, was relativ gut vertragen wird und wo halt wirklich in Studien nachgewiesen wurde, dass es genau auf diese Bakterien wirkt, auf die probiotischen Bakterien und eben selektiv auf diese und nicht noch auf andere, die wir vielleicht nicht heranzüchten wollen. So, dazu gibt es eigentlich auch ein Video, was ich gemacht habe, wo man das nochmal so ein bisschen nachverfolgen kann. Versucht auch, eine gewisse Toleranzschwelle an FODMAPs zu entwickeln, was ihr wieder einbauen könnt, um eben ein gesundes Mikrobiom zu erhalten und keine Mangelerscheinungen zu provozieren. Also man kann eine glutenfreie Kost genauso wie eine vegane Kost kann man ebenso ungesund gestalten. Deswegen hier unbedingt drauf achten. Das wäre der zweite Punkt. Und
Der dritte Punkt wäre für mich, oder nochmal zum zweiten Punkt, schaut euch auch mal ein paar schöne Kochbücher an. Es gibt wirklich tolle Sachen und gerade beim Glutenfrei, da fängt man natürlich am Anfang an, ja, glutenfreies Brot etc., was alle Supermärkte jetzt zu so bieten. Aber es gibt wirklich geniale Sachen, was man alternativ so selber machen kann, was ich inzwischen alleine gelernt habe, was man so mit Buchweizen anstellen kann. Seine Nudeln selber machen etc., das ist ganz große Klasse, verschiedene Quiches und so weiter. Kann ich nur empfehlen, stöbert da mal ein bisschen. So, auf der anderen Seite würde ich mich unbedingt diagnostizieren lassen, also keinen Selbstversuch, einfach um den sicheren Weg zu gehen und zu schauen, liegt vielleicht doch eine Zöliakie oder Weizenallergie vor. Und der vierte Punkt ist, vermeidet Gluten-Diskussion. Also das finde ich ganz besonders wichtig. Da kann man so einfach, weil, wie gesagt, ich merke das ganz besonders bei Leuten, die noch sehr jung sind, Schüler, Studentinnen und so weiter, die sagen, Mensch, ich bin auf meine Eltern angewiesen, meine Familie bezahlt das Essen, wie soll ich denn jetzt vorgehen? Wenn die fragen, warum ihr so esst oder warum ihr euch so ernähren wollt, macht das einfach so und sagt nicht, ihr wollt glutenfrei essen, denn Gluten ist ein absolutes Reizwort. Das ist einfach in den letzten Jahren so geworden, einfach durch die unterschiedliche Berichterstattung. Vermeidet das Wort Gluten, sondern sprecht zum Beispiel über FODMAPs. Und die FODMAP-Ernährung ist eigentlich so ziemlich komplett glutenfrei, außer wenn man eben Dinkel noch mit einbeziehen will. Das muss man aber nicht. Und ihr werdet sehen, da gibt es ganz andere Meinungen dazu. Nehmt euch ein schönes Buch, zum Beispiel von Professor Storr, wo eben hinten drauf steht, ja, das ist der Professor Storr von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der spricht über die FODMAP-Diät, wie super toll die funktioniert beim Reizdarmsyndrom, was Studien gezeigt haben. Und ihr werdet sehen, FODMAP ist noch relativ unbekannt, das ist kein Reizwort, es gibt eine wissenschaftliche Begründung, bei der Glutenintoleranz zwar auch, aber hier will niemand so differenziert hinschauen. Und ihr werdet ganz andere Reaktionen bekommen. Also dann verstehen das die Leute auch eher. Dann sagt ihr, ihr müsst FODMAPs meiden. Und zufälligerweise sind diese eben auch im Weizen und in Gerste und in Roggen. Und deshalb müsst ihr eben jetzt mehr auf Kartoffeln, Reis, Buchweizen und was weiß ich noch zurückgreifen. Das wird ganz anders funktionieren. Diese aufgeladene Debatte würde ich mir an eurer Stelle ersparen. Und das empfehle ich eigentlich auch den meisten Klienten. Also sich da durchzustreiten und zu sagen, ihr könnt den natürlich anbieten, meinen Blogartikel zu lesen oder auch dieses Video zu schauen, wo ich natürlich auch Quellen einbinden werde, weil ich es immer vergesse, mit unten drunter zu schreiben oder irgendwie zu erwähnen. Heute denke ich dran, die Quellen befinden sich wie immer in der Videobeschreibung. Klickt das kurz an, da findet ihr immer die Links zu den Abstracts zumindest, wo es kostenlose Volltexte gibt, werdet ihr natürlich auch die Volltexte finden. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen Klarheit ins Dunkel bringen. Jetzt werde ich mich nochmal ganz in Ruhe abduschen, umziehen und bis zum nächsten Mal. Ach so, ich freue mich schon sehr auf das kommende Video, denn da möchte ich euch gerne mit zum Zelten nehmen. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und tschüss.